Da sind wir in Inception, oder wie heißt die Serie? Ich weiß es nicht. Aber wir sehen uns alle doppelt, vierfach, fünffach. Nein. Millionenfach. Millionenfach, mindestens. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Oh, ich bin wir haben einen lustigen Mod installiert, wie man sehen sollte. Buddycraft. Hat einen kleinen Fehler, den man gleich sieht, wenn wir diese Wand da anschauen. Ja. Dann wird es dunkel, also wenn die andere Person die Wand anschaut. Wir sehen die Sicht von Mr. Morgame hier unten in meiner Ecke die ganze Zeit. Hallo. Und auch wenn er mich anguckt, dann kann ich mich hier... Schau mich an, ich will mich selber gerade beobachten. Dann kann ich sehen, wie ich tanze und mich drehe und freue und alles. Gut, das haben wir einfach mal lustigerweise reingehauen. Wird vielleicht ein bisschen besser sein für Together-Maps und so weiter, ne? Ja, klar. Ist nicht unbedingt das Flüssigste, aber zum Beispiel mit OptiFine-Zoom kann ich auch, wenn ich seine Kamera habe, also mit Steuerung bei dir, wenn du zoomst, siehst du auch bei mir reingezoomt. Stimmt. Also wenn ich zum Beispiel das Schild anschaue, solltest du... Schau mal bei dir das Schild an, das will ich auch gerade mal testen. Direkt auf ein Schild gucken. Guck mal. Klappt. Ja, gut. So. Diese Map ist für 2 Spieler geplant. Hallo und willkommen auf meiner ersten MP-Map. Man kann die Map auch alleine spielen, aber erstens zu zweit macht es mehr Spaß und zweitens die Map ist für 2 Spieler geplant. Euch erwartet einige Jump'n'Runs, ein Monster-Test und ein Labyrinth. Natürlich auch Denkspiele. Kommen wir zu den Regeln. Willst du die Regeln lesen oder soll ich? Ich lese gerade irgendwie ein paar Sachen, weil es gerade so ganz leicht leckt. Ach, ich habe hier Premiere noch offen, okay. Regeln. Check. Erstens, ja. Nicht cheaten. Ich betone, nicht. Zweitens, eine Checkpoints darf Nacht gemacht werden. Drittens, nichts abbauen. Dazu. Nichts abbauen, Komma dazu bauen. Viertens, keine Mods. Oh, wir müssen wieder aufgehen. Fünftens, auf easy spielen. Sechstens, aufgrund des Map-Namen bekommst du die Überraschung am Ende. Siebtens, Schleimbälle sind dein Score. Achtens, Hebel, / Knöpfe nur auf Goldblöcken. Okay. Hast du alles kapischt? Ich habe alles kapischt, aber es sieht so aus, als würde es bei mir einfach unendlich gerade lecken in der Aufnahme. Wenn das wirklich so ist, dann tut mir diese Tatsache leid. Schaut die Folge einfach bei Mr. Morgan, das sieht ja auch genauso meine Perspektive. Sollte sie bei dir lecken? Ich weiß es nicht, ich spack gerade rum. Mein PC ist doch gerade am Sterben so ein bisschen. Mhm. Aber bald habe ich neuen irgendwann mal. Du musst die Sachen hier aus der Truhe nehmen, da ist einmal ein Kapitel drin. Ich bin gerade voll bei der Sache dabei. Ich wollte dich nur daran erinnern, keine Hektik. Hallo, sogar mein PC schafft das gerade, ja, und das ist ein Wunder der Natur. Ja, meiner packt sie auch, aber gerade irgendwie so. Nee, ach, ich weiß nicht, sieht so laggy aus. Stimmt, das ist letztendlich gar nicht laggy, aber gut. Da musst du hoch, weißt du? Ach so, ist ja voll. Ich denke, ja, Mann, ich will mir hier schwere Sprünge machen und damit. Warum komme ich da nicht ran an die Leiter? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil du nicht dran springst. Au, ich bin runtergefallen. Ich kann nicht gleichzeitig auf die beiden Bildschirme gucken. Aber ich bin runtergefallen. Oh, ich bin zu doof. Mir fehlt hier irgendwie so ein Checkpoint in dem Raum. Ja, der fehlt auch. Also wirklich eine tausendfache Entschuldigung sollte es gerade laggen. Weil ich will wirklich keine laggenden Videos produzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt an dem Mod liegt oder... Es liegt an dir, weil du scheiße bist. Es liegt, oder dass es an mir liegt, ja, wie Mr. Moschel sagt. Ich hoffe einfach, es wird passen. Ah, ich komme zu dir, mein Freund. Wenn du im Sprung Shift drückst, achso, ich hab's aber auf Steuerung gelegt bei mir, aber gut. So. Bei mir ist auf Shift. Ich hatte dieses dreifach W drücken, deswegen bin ich runtergefallen. Oh. Muss ich dann hin? Ach, dahin. Ah! Ich hasse es, wenn ich gegen die Decke springen muss. Ja, WTF, das sind ja 1000 Deckensprünge, das ist ja pures Mobbing hier. Ha! Und kein einziger Checkpoint bei der ganzen, bei dem ganzen Kindergarten hier. Ah, stand da wirklich dabei, dass ich mitmachen muss. Ich will mein Geld zurück. Ah. So, bin am Ende. Okay, das ist schön. Du kannst mich ja auch geflogen, weil ich genau vom letzten Block bin ich runtergefallen, beim allerletzten Block. Stimmt, wir sind ja noch im Creative Mode, sehe ich gerade. Ja, habe ich extra so eingestellt. Ach, wir bleiben auch einfach im Creative Mode, auch wenn Monster kommen sollten oder sowas. Nee, die sind eigentlich ausgeschaltet, aber weil ich auch Peaceful gestellt habe. Soll die Map auf Peaceful gespielt werden? Keine Mods, darf auf blablabla. Auf Easy, verdammt. Ist auf Easy gestellt. Da hinten draußen sind Monster. Ja, ich bin auch gerade nicht runtergefallen oder so. Nee, nicht schon wieder. Nee. Bist du nicht, wieso? Nee. Sogar ich hab das geschafft, ja. Ja, sogar. Ich bin. Nee, das sah nur so aus. Oh, schaut, wie ich die Sprünge galant packe. Ohne große Probleme. Oh, Das sieht aus, als wenn du über die Blöcke fliegst. So toll ist das. Ja, ich mach das so gut. Das sieht aus, als wenn ich über die Blöcke fliegen. Oh, ja, Mr. Morgan sieht mich eh nicht mehr. Also,
Ich sehe dich unten rechts. So, hallo. Also das tue ich mir wirklich nicht an, tut mir leid, aber gut. Geht's weiter mit... Oh, noch einem. Die Map sieht grandios aus. Ich habe noch nie so viel freie Landschaft gesehen in irgendeiner Map. Du auch nicht? Nee. So und so. Ich hatte eine Idee. Was ist das für ein Turm hier? Guck dir das mal an, wenn du hier bist. Moment. Ich guck's mir gleich an. Achtung, Qualität ist gerade runtergeflossen. Jetzt wird sie bisher steigen. Und jetzt soll's flüssiger sein. Also jetzt soll's auf jeden Fall passen. Hoffe ich doch. Ich habe mein Minecraft auf 720p Größe umgestellt. Ja, guck, jetzt sieht's schön aus. Wunderbar. Guck mal hoch. Da bist du. Ach, was zur Hölle? Ich dachte mir auch gerade so. Keks-Adventure. Ja. Arschkeks-Adventure, wie es scheint. Arschkeks. Richtiger Arschkeks ist das. Das regnet auch noch. Da bist du eben. Warte mal. Strich. Weather clear. So. Den Befehl haben wir wenigstens schon vor der Aufnahme gelernt. Den habe ich schon ganz alleine gelernt. Und nein, nein. A. B. C. D. E. Ganz ehrlich, bei solchen Kacksprüngen ist es mir wirklich egal, ob ich... Ich bin kein Fan von solchen Maps wie 500 Sprüngen to Success und so, ne? Sollte man eventuell herausmerken. Und Mr. Morgan ist eh kein Jump'n'Run-Map-Fan. Der beleidigt dann eigentlich eher die Map-Ersteller immer. Das stimmt gar nicht. Wann habe ich denn jemals einen Map-Ersteller wegen einem Jump'n'Run geframed? Hält mir nur ein Video. Und jetzt fang nicht bei Nummer 500. Nein, okay. Ah! Es ist so spannend, um die Ecken hier zu springen. Um kann man die irgendwie Time Set Day oder so? Ah, guck mal. Sehen wir wenigstens was. Oh Gott, ich bin fast gestorben. Wo muss man jetzt hinspringen? An die Leiter. Was ist denn los mit meinem Minecraft? Ganz ehrlich. Sprinten. Mehr will ich doch gar nicht hier machen. Danke. Sprinten. Ja, es ist irgendwie immer dieses, wenn man dreimal W drückt, dann wackelt ja die Kamera so cool. Ich bin ganz oben, ich bin der König der Welt. Du bist schon und ganz du? Oben? Yes. Ich glaube, ich bin gleich bei dir. Ich nehme es einfach mal der Kamera entgegen an. Hallo. Hi. Hey, wir haben es geschafft. Müssen wir jetzt da in das Wasser springen? Springen ja. Das Wasser? Oh. Okay. Oh, ich wäre tot gewesen. Ich nicht. ich wäre gestorben. Ich habe es gesehen. Ah, ich bin so doof. Das ist voll cool mit der Kamera. Ich weiß, dass die Zwei-Spieler-Kamera ein bisschen laggy ist, aber ihr seht wenigstens seinen Monitor so gesehen. Also es... Ja, ne? For God-like. Ich find's schön. Ich habe mir jetzt extra eine Minecraft-Jar dafür erstellt. Der Mod heißt Buddycam immer noch und wie man ihn einstellt und alles, das können wir nicht erklären. Wir haben selber irgendwie so lange Fehler gemacht, bis es dann letztendlich irgendwann mal funktioniert hat. Hä? Und ab! Ah! Ich bin hier runtergefallen. Alter, wie ich das hasse. Ja, es sind einfach zehnmal derselbe Kacksprung. Ich hol gleich Günther, ich sag's dir. Wer ist Günther? Ne, Leiter. Ich hab eine Leiter Günther genannt. Ich bin sogar besser als du, ich bin hier Spieler 1, Spieler 2. Achso, ich hab ja kein Ding drin. Tipp, nutze hier deine Goldäpfel. Ich trau mich da nicht runter. Ach, ich hab's geschafft. Muss da ist noch ein Schwert in der Truhe, glaube ich. Wofür? Ich hab keine Ahnung. Ist als halt 1000 Mobs spawn, ne? Ja. Was steht da vorne? Soll. Ja, wir haben Credit. Welle 1, okay. Ja, können wir Game Mode. Ja, ich kann's Game Mode 0 eingeben, Mr. Moore. Will ich überhaupt Game Mode 0 eingeben? Das ist doch nur die erste Welle, entspann dich. Vielleicht tot. Ach, bist du auch tot? Na, nicht mehr. Ich bin einfach mal verreckt, ganz spontan. Hast du meine Goldäpfel? Ja, ich weiß nicht. Ach, da liegt noch ein Schwert und Goldäpfel, gut. Ich esse einfach mal die Goldäpfel vorher. Gut. Welle 2. Okay, Welle 2 ist schon mal einfacher als Welle 1, das ist schon mal schön. Ich helfe dir! So. Das Herausforderung. Die Map ist übrigens eine von Mr. Morgame, deswegen steht bei mir wieder nichts im Titel. Deswegen ist sie so scheiße. Das war Welle 3, okay. War echt nur Welle 3? Nur dieses eine Scheißvieh? Und das ist Welle 4. Ich hätte mir irgendwie Spider-Jockey. Man kann Spider-Jockey spawnen lassen, wusste ich gar nicht. Was sind Spider-Jockeys?
Ein Skelett, was auf einer Spinne reitet. Okay. Das gibt's in Minecraft. Das ist cool. Ja. Klicke auf Welle 5 und warte auf deine Belohnung. Also die Belohnung nach dem Killen. Ja, 5 Pikmin, 1 Skelett. Da hinten sind noch mehr 1000 Menschen. Aua. Du darfst noch nicht sterben. So, jetzt darfst du sterben. Ich versuch's. Aber wir machen die viel Schaden, habe ich das Gefühl, oder? Echt? Weil wir so schnell mal verrecken. Ja, ein Zombie macht halt mit einem Schlag 2,5 Herzen weg, ne? Sind überall Kekse? Warum? Das ist die Belohnung, schätze ich mal. Ach so. Der Keksregen. Meine Kekse. Deswegen hieß ja die Maps irgendwie Keks. Ach, die Zombie, die picken müssen wir ja nicht mal töten, letztendlich. Die sind ja freundlich. Hilf mir. Ja. So viel dazu. So, ist ein Goldapfel. Zombie. So. Töte Zombie und nicht melden. Geht auf ihn! Niemals! Ach, bei mir so. Leckt's immer noch. Bitte entsorge alle Goldnuggets und so weiter im Feuer. Hier könnt auch die 50 Kekse haben, die will ich gar nicht. Das zweite Diamantschwert könnt ihr auch haben. Da. So, ich habe meine Starterausrüstung wieder. So gesehen. Hier ist eine Kiste mit Slimeballs. Ich sammle mal die Scores, ne? No. Kann man jetzt spawn machen? Nö. Ey, Zombie, ey, noch ein Jump in One. Der Hersteller ist so kreativ. Er hat sich extra viel Mühe gegeben. Ja, hallo, er hat es extra für dich und Spieler 2 gebaut. Das verdient schon unseren Respekt, jo. Wir können nochmal meinen Mod ändern. Slash Game Mode 1. Genau. Okay, ich habe Game Mode 2 eingegeben. Achso, das ist der Adventure Mode. Was willst du solche Sprünge üben? Gerne. Jo. Nein, das wollen wir gar Sprung nicht. Sprung ist nicht herausfordernd. Der macht jetzt hier 100 Mal den Leitersprung hintereinander. Der ist aber so simpel, dass ich... Der hat seine Map nicht mal Oh doch, ich wollte mich gerade schon beschweren. Was willst du, solche Sprünge? Aha. Ja, diese Leiterduck-Sprünge. Die sind Kindergarten. Das ist Kindergarten. Für Sommer ist das Kindergarten. Der macht die im Schlaf. Ja, die sind wirklich Kindergarten. Ja, ich fang wieder da an. Ich habe keine Lust, das nochmal zu klettern. Flamed mich! Los! Tut es! Für YouTube! Es tut es für YouTube! Er spielt hier aus Spaß und hat keinen Spaß dran an diesen Sprüngen. Flamed ihn! So, super, noch ein wenig Übung daran und du kannst diese Sprünge super. Super, noch ein wenig Übung, okay. Ah, ich bin zu weit gesprungen. Nochmal zurück. Aber was ist, was ich lustig fand an der ganzen Sache? Was denn? Dass er natürlich kein einziges Healthpool eingebaut hat zwischendurch. Joa. Super, gut gemacht. Macht doch Spaß, wenn man einmal runterfällt, nochmal von vorne anzufangen, oder? Ja. Genau. Ist ja nicht... Ja, wir haben ja Gott sei Dank Creative. Die hat er uns gegeben. Die hat uns vorhin in Skype angerufen und noch vorher gesagt, Leute... Macht Creative. Ja, macht Creative. Also meine Map ist so vielleicht ein bisschen schwer geworden. Das hat er uns gesagt. Er, voll Ehrenwort. Oh Gott, Hilfe. Ehrenwort, ich schwöre es auf meinem Leben. Er hat es gesagt. Ich schwöre auf Julians Blog. Ja. Das muss was heißen. Ich habe hier noch ein paar Slimeballs draußen gefunden und bin jetzt irgendwie außerhalb der Map. Ach nee, warte, da hinten steht was. Trollalalalalalalal. Hey, der Typ ist tot, den darf man nicht mehr hier erwähnen. Doch, darf man natürlich. Warte doch mal auf mich, ich bin mal beim Jump in One. Oh, na toll. Er kommt übrigens trotzdem an die Truhe dran, Mr. Trollolol. Wollte ich nur mal kurz. Mr. Trollolol? Ja, warte. Warum? Man kommt hier nicht ran wegen den Gittern, laut seiner Meinung. Aber du kannst hier zwischen den Gittern an der Seite, da wo ich gerade schaue, da kannst du an die Kiste ran. Da bringst du jetzt Bildschirm schon, ne? Ja. Ach, stimmt. Da ist ja gar nichts drin, er verarscht uns. Da war ein Knopf. Ah, wir können da hochklettern. Dann mach mal. Oh. Ich sagte, mach mal. Ah. Ich sagte, mach mal. Ich sagte, mach mal. Okay, ich bin oben. Ey. Guck, er hat seine Map zu einer Map-Besichtigung. Also er hat das Jumpman gleich zur Map-Besichtigung benutzt. Ah, ich bin oben. Oh, ich hab's gesehen. Das ist ganz zufällig. Also guck.
Hat er das toll gemacht, oder? Ich hab ein paar schlechte Maps gesehen, aber das ist... Das ist ja wirklich nicht mal versucht. Das ist doch nicht schlecht, er hat sich doch voll Mühe gegeben. Entschuldigung, ja. Das ist... So viel Mühe habe ich lange nicht mehr gesehen. So viel Epicness. Hauptsache, wir haben diesen Mod dabei. Komm, wir haben doch die Leitersprünge geübt. Wir haben sie extra so toll geübt, dann müsst ihr jetzt Ich will sie noch mehr üben, tut mir leid, Map-Ersteller. Wir können sie doch nicht so richtig. Deswegen dachten wir, why not? Es regnet schon wieder. Trash Weather Clear. Trash Weather Clear. Measure. Weather. Hier, da, hier, take up a Leitern. Ich muss schon sagen, wo blitzen die Leitern hin? Der bekannte Schiffssprung. Oh ja, hat es ja mal dran gedacht. Wir haben nur die Map verbessert. So. Ganz ehrlich, wir müssen noch mal das Schild anbringen. Hier ist der sogenannte Schiffssprung an dem Block. Das wär's. Gut, wer ernsthaftes Gameplay von der Map erwartet, darf sich sie gerne selber mittlerweile runterladen. Wir machen Schiffssprünge. Ganz viele Schiffssprünge. Mr. Mod, du bist zu schnell, du vergisst Checkpoint. Die Schiffssprünge. Oh mein Gott! Er hat einen Checkpoint gebaut mit einer Leiter. Also ich habe hier ein Leiterstück. Ja, das konnte man hier dran setzen. Ich werf's dir zu, da! Oben ist es. Ja, die brauche ich noch, die eine Leiter. Das ist so einfach, dass es selbst du schaffen kannst. Hi. Ah, ich bin runtergefallen, verdammt. Ja, wie soll man echt hier hochkommen, wenn man runtergefallen ist? Da mit dieser Leiter, die hier urplötzlich aufgetaucht ist. Ach, das hat er so mit Game Mod gebaut, ne? So mit Befehlen. So, wenn man eine Leiter erscheint. Da, warte. Ich sehe nichts. Warte, da. So, da. Da ist noch. Oh. Denk an den Schiffssprung. Mr. Morgan, wir brauchen mehr Leitern. Ich schaff das. Boah, wir haben es gepackt. Wir haben es gepackt, ja. Das war so knapp. Wir haben es fast nicht geschafft. Boah, was ist das? Was? Okay. Hast du keine Lust mehr gehabt? Dann hat er aufgehört. Kein Bock mehr auf euch. Fünf aufgehört. Glaube ich gar nicht, oder? Doch, es geht weiter. Oh. Warte, ich mach mal hier ein bisschen Lava. Hier ist Lava. Ich schau gerade von wo. Wie wäre man da rangekommen? Hilfe, da ist ja auch Lava. Er hat halt keinen Bock abzubauen, wie gesagt. Ja, ich verstehe nicht, wie man da hin hätte kommen sollen. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Über die Kiste. Ach so. Warnung, diese Aufgabe ist... Was? Press einfach? Ja, wir müssen mal einen Schalter umlegen und dann geht ein Pisten hoch. Da ist was für dich, mach du mal. Nein, nicht in dich rein. Kapier ich nicht. Was ist da für mich? Einfach weiter. Ach, guck, du hast den letzten. Ich hab gesagt, wie heißt der Modmacher? Not Jeb Rizugami. Ich würde sagen, yep, oh man, oh. die greifen nicht an. Okay. Denk an die Goldblockregel. Es gibt eine Goldblockregel. Es gab irgendeine, ich hab noch vergessen welche. Ja, hier kommt aus einem der Löcher wahrscheinlich letztendlich der Schalter rausgeflogen. Müssen nur kurz warten. Mit den 5000. Falls du einen Schalter findest, sag Bescheid. Hab einen. Okay, setz ihn an den Goldblock, schnell. Flüchte. Fail. Oh nein, wir haben gefailt. Lass mich. Okay. Auf. Slim Balls. Ja, ich hab sie schon. Hui. Okay, da können wir hochfliegen, ganz ehrlich. Wie es aussieht. Zack. Hier finde ich es ja schön ohne Checkpoint. Na gut, wir hatten ja vorher Betten. Wenn man nach runterfällt, darf man wieder ganz von vorne anfangen. Die ganze Map von vorne am besten. Das wäre das Beste. Jump'n'Run ist keine gute Map. Auch wenn es eine pure Jump'n'Run-Map ist, kann man das immer noch schöner bauen als so. Wenigstens haben wir jetzt Doppel-Rainbow. Double-Rainbow, all the way. Rainbow, Doppel-Rainbow. Ich sehe nichts mehr. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Bup, 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 bup. Ich bin ein Motorboot. Wo sind wir?
Ich glaube, das soll das Labyrinth sein. Hä, das ist kein Labyrinth, das hat nur ein Geist. Richtig Regel lesen. Regel für diesen Raum, ganz einfach. Du darfst nur geradeaus laufen, bis du auf den, was? Ein Hindernis triffst. Laufen. Nie diagonal laufen. Springen darfst du auch nicht. Mr. Mordor hat schon eine Regel gebrochen. Es ist so gesehen. Halt immer, bis du an ein Hindernis bringst, dann kannst du links oder rechts laufen, bis du wieder an ein Hindernis triffst. Stop. Ich mach einfach mal. Stop. Das ist so ein typisches Eisrätsel. Lol, ich bin schon am Ausgang. Ich auch. So. Ja, genau. Danke fürs Spielen meiner. Warte. Time set day. So. Danke für das Spielen meiner Map. Ein paar Fragen, die euch interessieren könnten. Fragen? Fragen was? Wie lange hat es gedauert, diese Map zu bauen? 2,5 Tage. Ja, so sieht's auch aus. Hast du jedes Hindernis? Dieser Map geplant. Nein, alle welche sind Hindernisse? Ich habe nur Jump'n'Run gesehen. Sind so voll verkrampft von seinem PC. Ich brauche ein Hindernis spontan überlegen. Ein Jump'n'Run. Wer hat dich inspiriert, diese Map zu bauen? Niemand. Ich halt. Hier hast du so wenig Redstone eingebaut. Ich und Redstone gleich Noob. Es gibt dafür doch. Hat er nur Jump'n'Run gebaut. Als im Ausgleich. Hier sind noch weitere Fragen. Schick mir eine E-Mail. Mit dem Betreff Kings Adventure Frage. Ah! Ich schreibe ihm jetzt aber bitte keine E-Mail. Warum ist deine Map so scheiße? Bitte tut ihm das jetzt nicht an. Nein. Wir machen uns gerade zwar ein bisschen lustig über die Map, aber letztendlich ist es halt, er hat sich ja schon Mühe gegeben und alles, sieht man ja. Ja, klar. Was war es ist aber halt wirklich nicht. Also, schau einfach, was ich gerade sehe, Mr. Moore. Und man kann sagen, es ist nicht schön, wenn man hier rumklettern muss in dieser offenen Pappe. man kennt Schöneres, auch von Jump Maps. Hey, in unserem Spawn ist ein Creeper. Die Map ist jetzt nicht unbedingt schlecht als pure Jump Maps. Es waren ein paar lustige Sprünge dabei und so alles. Aber generell gesehen einfach viel zu wenig Checkpoints. Da hat niemand wirklich die pure Motivation für. Schätze ich mal. Hast du recht. So, Teil 2. Sorry, dass die Map so kurz geworden ist. Wir sitzen hier schon 23 Minuten. Ah, TNT. Cool, ich darf eine TNT-Note machen. Teil 1 waren Kekse. Achso. Bis zur nächsten Map. Ach ja, die versprochene Belohnung. Okay. Haben wir sonst irgendwas vergessen? Nö. Wir haben alles. Okay. Wie würdest du diese Map benoten, Mr. Moore? Ich muss weg. Darf ich kurz noch eine Sache anmerken, lieber Map-Ersteller? Du hast ein Score von Slimeballs gesetzt, aber letztendlich nie angegeben, wie viele es generell gibt. Das habe ich schon öfters gehabt bei meinen Maps. Also. Ich auch. Ich weiß, ich erwähne es nur immer gerne, weil das irgendwie spontan doch ein sehr intelligenter, schlechter Fehler ist. Ich bin dafür, dass einfach mal die Abonnenten schreiben können, wie sie die Map fanden und der halt selber eine Note geben können. Das dürfen sie sowieso immer bei mir. Ja, das dürfen die bei mir jetzt auch mal. Achso, ich will irgendwas bauen. Was bauen wir? Ein Auto, ein Bus, was weiß ich. Mal bau ein Jump'n'Run für ihn. Warte, ich hab was Besseres. Oh, jetzt kommt's. Eine Mauer. Sind wir in Berlin? Wir sind nicht in Berlin, Mr. Moore, nein. Die Mauer muss weg. Diese Map bekommt ein. Nein, kein Handschuh. Also spätestens jetzt solltest du es erkennen, warte, nein. Ein Penis? Huch, nicht, das wollte ich erschlagen. Hey. Ein TNT-Zylinder. Ach so, es ist ein Zylinder, ja, das muss einem ja auch gesagt werden. Ja, das sieht man ja nicht oder so. Komm. Oh, jetzt haben wir seine ganzen Frageschilder weggesprengt. Wie finden wir seine E-Mail-Adresse? Schleimi? Durchsuch die Bilder. Da ist Schleimi, hallo. Ah! Er ist tot. Ey, guck mal, hier, wenn ich hier drunter geguckt habe, war der Himmel. Erst. Ich lebe noch. Ich auch. Ich sehe Licht. Halleluja. Halleluja. Kommt raus, meine Freunde, ihr seid frei, ihr seid alle frei. Okay. Komm mit, Mr. Moore, komm zu mir. Wir fliegen nochmal durch den Regenbogen. Wir springen nochmal durch den Regenbogen, einfach um Tschüss zu sagen. Hand in Hand. Gut, das war's wieder für Let's Adventure Minecraft von mir und Mr. Moore Game. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zombie und euer. Mr. Moore.
Ah!